Wunderbar, Sehr gut. gutes Zeichen. Also heute dürfte die Technik auf jeden Fall funktionieren. Also in dem Sinn nochmal einen wunderschönen guten Abend. Mich freut, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Bianca Steurer. Ich bin aber heute, wie Sie wissen, nicht die Vortragende. Ich bin Vortragende bei Multikraft, aber wir haben ja heute wieder eine Gastrednerin. Die kommt von Natur im Garten. Die war auch schon einmal bei uns zu Gast. Das ist die Gerlinde Koller-Steininger. Bevor ich jetzt auch schon an Sie übergebe, noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Auch dieses Webinar können Sie wie immer ab vermutlich Anfang nächster Woche nochmal nachsehen, oder wer heute keine Zeit hat, kann das auf unserer Webseite jederzeit nachsehen, das Webinar, genauso wie auch alle anderen Webinare, die wir so im Laufe der Zeit gehabt haben. Aber damit jetzt auch schon wieder genug von mir. Ich übergebe jetzt das Wort an Gerlinde Koller-Steininger. Vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und bei uns heute wieder dabei sind. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin heute in Tulln, im Kompetenzzentrum von Natur im Garten und ich freue mich, dass ich heute auch wieder hier in diesem Rahmen ein bisschen was über den Naturgarten erzählen darf. Mein Name ist Gerlinde Koller-Steininger und ich bin Fachberaterin bei Natur im Garten. Mein Themenschwerpunkt ist die ökologische Pflege und der Pflanzenschutz, aber heute geht es ja um das Thema Herbstarbeiten im Naturgarten. Und da habe ich ein buntes Potpourri vorbereitet, was denn jetzt alles zu tun ist im Garten. Ich möchte aber zuvor kurz unsere Institution vorstellen. Vielleicht kennen Sie diese Plakette, die man doch relativ häufig auch an den Gärten sieht. Unsere Auszeichnung für Naturgärten. Wir haben mittlerweile über 17.000 Plaketten vergeben. Und das spricht schon für sich, dass einfach das Thema Naturgarten ein sehr wichtiges ist. Uns gibt es ja schon seit 1999. Und unser Ziel ist es, Gärten, Privatgärten, aber natürlich auch öffentliche Grünräume ökologisch zu pflegen und zu gestalten. Warum ist denn das so? Und zwar, ich habe Ihnen da auch dieses Bild wieder mitgebracht und Sie sehen hier einen Privatgarten mit einem schönen Laubbaum, einer Hecke und einem Kräuterrasen. Der kann natürlich ökologisch gepflegt sein, aber sehr viel Vielfalt findet man halt nicht und auch Nützlinge, Tiere werden da auch keinen Unterschlupf und auch keine Nahrung finden. Hier wollen wir hin, zu strukturreichen Gärten, wo ich einfach eine Vielfalt habe an Biotopen, sei es jetzt unterschiedliche Gehölze, verschiedene Stauden, Wildblumen, aber auch Sonderstandorte wie eine Trockensteinmauer oder auch ein kleines Biotop, weil das ist einfach ja, Lebensraum und natürlich Nahrung für Nützlinge, für Insekten, für Vögel und andere Tiere. Und das geht natürlich auch im öffentlichen Grün, also im Straßenbegleitgrün oder generell in ökologisch gepflegten Grünräumen in den Gemeinden draußen. Und wir sind froh, dass da wirklich auch schon sehr, sehr viele niederösterreichische Gemeinden da auch mitmachen und nach unseren Kriterien ihre Grünräume gestalten und pflegen. Wir Gärtnern natürlich ohne chemisch-synthetische Pestizide. Wir verwenden auch keine chemisch-synthetische Düngemittel und natürlich auch keinen Torf, damit wir auch die Moore schützen. Und wenn man jetzt keinen Torf verwendet, ist das natürlich auch ein toller Klimaschutz, weil im Moor sehr viel CO2 gespeichert wird und durch den Abbau einfach dieses CO2 freigesetzt wird. Also da einfach bei Blumenerde, wenn Sie die kaufen, eine torffreie verwenden. Machen Sie auch was Gutes fürs Klima. Ja, wir werden uns dann gleich mit dem Thema Naturgarten beschäftigen und ich würde Sie einladen, einfach auch Fragen zu stellen, diese einfach in den Chat hineinzuschreiben. Ich werde den Chat gerne mitverfolgen, beziehungsweise unterstützt mich da auch die Frau Steurer sehr gerne, dass auch keine Frage unbeantwortet bleibt. Ja, wir haben auch noch ein großes Angebot an Informationen, sei es jetzt über unsere Webseite, aber auch die Beratung am Natur im Garten Telefon. Dann bieten wir natürlich auch Seminare, Vorträge, aber auch Webinare an, die Sie natürlich gerne kostenlos besuchen können.
Und unsere tolle Plakette kann man jetzt nicht nur in Niederösterreich ansuchen für die Auszeichnung, sondern natürlich ganz bundesweit, und das freut uns auch. Wir sind auch mittlerweile international tätig und ja, die Natur im Gartengemeinde wächst. Dann steigen wir gleich in unser Thema ein, und zwar zum einen einmal Tipps für einen gesunden Boden. Der Boden ist eigentlich der Schlüsselfaktor für unsere Pflanzen. Nur in einem gesunden Boden, in einem belebten Boden, also wo viel Bodenleben vorhanden ist, wachsen unsere Pflanzen gut, sind gesund und bringen auch reiche Ernte. Daher ist es ganz wichtig, auch den Boden gut zu pflegen. Und da gibt es auch ein paar Tipps, die man dann im Herbst machen kann. Vielleicht kennen Sie den Begriff Schwarzbrache. Der kommt aus dem landwirtschaftlichen Bereich und bedeutet so viel, dass jetzt übersetzt in den Hausgarten das Beet über den Winter nackt bleibt, also unbedeckt. Das hat leider aber Nachteile. Zum einen ist natürlich der Boden dann Wind und Wasser ausgesetzt. Das heißt, wenn es sehr trocken ist, kann es passieren, dass dann der Boden verweht wird, beziehungsweise Wasser, Sie kennen das vielleicht, wenn es eine Hanglage ist, es regnet stark oder es schmilzt und der Schnee, dann wird der Boden dann auch ausgewaschen und man sieht dann diese typischen Rinnen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Der nächste Punkt ist, dass das Bodenleben durch UV-Strahlung geschädigt, getötet wird, und das ist auch unbedingt zu vermeiden. Wie gesagt, nur ein gutes Bodenleben hilft natürlich unseren Pflanzen. Was kann ich jetzt tun im Naturgarten? Und zwar, ich kann eine Gründüngung aussehen. Gründüngung heißt, dass der Boden, das Beet über kurz- oder langfristig mit unterschiedlichen Pflanzen begrünt wird, und das unterstützt einfach den Boden, gesund zu bleiben, ertragreich zu bleiben. Und ist auch gut fürs Bodenleben. Ja, die Funktionen von Gründüngung, also wirklich Schutz vor Witterungseinflüssen, dann bewirkt natürlich auch die Durchwurzelung, dass der Boden gelockert wird, dass er belüftet wird. Auch durch die Wurzelausscheidungen können zum Beispiel Nährstoffe wieder in den Boden eingebracht werden, und es ist auch eine Bienen. Beide. Ich habe hier zwei Pflanzen Ihnen mal rausgesucht, und zwar oben sehen Sie den Buchweizen und unten die Phacelia oder auch Bienenfreund genannt. Das sind zwei ganz tolle Gründüngungspflanzen, weil sie mit unseren Gemüsepflanzen nicht verwandt sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt Gelbsenf verwende als Gründüngung, dann muss ich die Fruchtfolge wieder einhalten, weil Gelbsenf ein Kreuzblütler ist. Und sehr viele Gemüsepflanzen, denken Sie an Kohl zum Beispiel, sind auch Kreuzblütler. Und da sollte ich einen Abstand von mindestens 4 Jahren, besser wären 5 bis 7 Jahren, einfach wieder einhalten, damit da keine Krankheiten oder Schädlinge gut wieder meine Pflanzen befallen können. Gut ist auch immer, wenn ich eine Vielfalt verwende, eine bunte Mischung im Prinzip, damit ich alle diese Funktionen dann gut erfüllen kann. Hier ein paar Beispiele, also speziell, wenn ich jetzt Stickstoff wieder in den Boden einbringen möchte, dann ist gut, wenn ich Schmetterlingsblütler verwende, weil die eine Symbiose mit Bakterien, Wurzelbakterien eingehen. Und so einfach Luftstickstoff im Boden wieder fixieren können. Da zählen zum Beispiel Lupinien dazu, Klee oder auch Wicken. Ist jetzt mein Boden stark verdichtet, dann könnte ich zum Beispiel Sonnenblumen sehen oder auch Steinklee. Oder auch, wenn ich ein Problem habe mit Nematoden. Nematoden gibt es ja nützliche Arten, aber leider auch schädliche Arten. Und da könnte ich Tagetes zum Beispiel setzen oder auch Ringelblume. Also Sie sehen, verschiedene Pflanzengruppen haben dann auch verschiedene Auswirkungen auf unseren Boden. Ja, wie, wann und wo sehen?
Das kommt jetzt ganz drauf an, was ich machen möchte. Also ich kann eine Vorsaat machen, ich kann eine Zwischen-, eine Untersaat oder auch eine Nachsaat machen. Je nachdem, was ich machen möchte. Am besten immer, also wenn mein Beet jetzt über 4 Wochen unbedeckt bleibt, dann soll sich aus, so eine Gründüngung auszubringen. Bei der Vorsaat ist es so, dass ich die schon sobald der Boden offen ist, ausbringen kann mit Pflanzen, die auch die Kälte ein bisschen gut oder gut vertragen einfach. Dann würde mir jetzt einfallen, Vogelsalat zum Beispiel oder auch als Zwischensaat, dann würde ich zum Klee, Alexandrinerklee zum Beispiel oder Inkarnatklee empfehlen oder dann als Nachsaat kann ich auch wieder Vogelsalat verwenden. Und weil ich gerade im Chat gelesen habe, wie man dann weiter umgeht, vielleicht beantwortet es gleich die Frage, was tue ich denn mit dieser Gründüngung? Also ich sehe das aus, ich gehe jetzt von der Nachsaat aus, die wir jetzt im Herbst ausbringen, lasse die einfach abfrieren und am Boden liegen. Das ist wirklich wie eine Mulchschicht, dass mein Boden dann auch gut bedeckt ist. Die Reste tue ich dann im Frühjahr einfach beiseite rächen, tue das dann kompostieren und dann kann ich mit meiner Saatbeet-Vorbereitung eigentlich schon starten. Ganz wichtig ist auch, ich lese jetzt gerade nochmal die Frage vom Alexander. Natürlich muss ich auch hier wieder die Fruchtfolge beachten. Also generell im Gemüsebeet muss ich immer auf die Fruchtfolge achten, egal, auch ich habe es eh vorhin erklärt, also sehr gut funktioniert Buchweizen und Phacelia, weil ich hier die Fruchtfolge eigentlich ungeachtet lassen kann, weil sie nicht mit den Gemüsepflanzen verwandt sind. Die Abstände in Zentimeter natürlich auch hier beachten, dass ich da nicht zu dicht sehe, wobei es kommt jetzt darauf an, welche Pflanzenart sie aussehen. Soll es jetzt Phacelia sein oder Buchweizen, dann ist es weniger wichtig. Möchten Sie jetzt Vogelsalat dann auch ernten, dann auch hier bitte auf die Abstände achten. Das ist wieder unterschiedlich, welche Pflanzenart Sie dann auswählen als Vor- oder Nachsaat. Gründüngung empfiehlt sich natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel Haus gebaut haben und Sie haben den Bauaushub im Garten gelagert, dann kann man auch hier eine gute Gründüngung anpflanzen, damit Wildkräuter oder Beikräuter dann weniger aufkommen. Ich hoffe, Sie hören und sehen mich gut, weil ich da gerade im Chat lese, dass es da ein Problem gibt. Vielleicht könnten Sie da kurz nochmal Rückmeldung geben. Ansonsten würde ich da jetzt weitermachen mit dem Thema Laub. Sehr gut, es geht wieder, das funktioniert, das ist toll. Ganz wichtig oder ganz eine tolle Ressource ist das Laub und gerade im Naturgarten ist oft weniger mehr und beim Herbstputz gilt das eigentlich besonders. Das Laub kann man sehr gut verwenden, zum Beispiel zum Mulchen auf Gemüsebeete oder auch unter Sträucher, unter Hecken oder dann auch für Kübelpflanzen, wenn ich die draußen überwinter, dass ich da eine gute Wärmepackung drauf mache. Ich kann das Laub natürlich auch kompostieren und einen wertvollen Spezialkompost zum Beispiel machen mit Walnusslaub. Und im Laub verstecken sich dann auch sehr viele Insekten, sehr viele Kleinlebewesen und andere Tiere, die da eigentlich wieder überwintern können. Und ich habe dann meine Tiere auch da, wo ich sie wieder brauche. Und es ist dann auch für die Vögel im Frühjahr dann auch gleich wieder eine wichtige Nahrungsquelle für die Aufzucht ihrer Jungvögel. So, jetzt würde ich Sie bitten, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen und wissen, was denn das für Tiere sind am Bild.
Vielleicht können Sie da auch kurz in den Chat hineinschreiben. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Was könnten das für Tiere sein? Also die Nacktschnecke ist einmal richtig. Und was knabbert da an der Nacktschnecke? Haben Sie da vielleicht auch eine Idee dazu? Raupen? Nein, nicht ganz. Und zwar, ich verrate es Ihnen, das sind die Larven der Glühwürmchen. Die schauen so asselähnlich aus. Und das Tolle an diesen Larven ist, sie fressen ausschließlich Schnecken, Nacktschnecken und Gehäuseschnecken. Diese Glühwürmchenlarven gingen richtig auf die Jagd, kann man sagen, und zwar sie verfolgen die Schneckenschleimspur und überwältigen dann die Schnecken mit mehreren Giftbissen. Die Schnecke wird dann teilweise auch zu Futterplätzen dann hingeschleppt und dann genüsslich verzehrt. Leider kann man diese Glühwürmchenlarven nicht künstlich im Garten ansiedeln. Man muss da schon Strukturen einfach schaffen, damit sie sich wohlfühlen. Da zählen zum einen wieder Laubhaufen dazu, Mulchschichten, Totholz, einfach unterschiedlichste Strukturen, damit sie sich verstecken können. Sie sind lichtscheu und nachtaktiv und brauchen auch wieder Überwinterungsmöglichkeiten im Garten. Und dann kann man versuchen, diese natürlich auch im Garten anzusiedeln. Ganz wichtig ist, damit sich die Glühwürmchen auch paaren können. Vielleicht haben Sie die schon öfters gesehen, so Ende Juni in etwa, diese leuchtenden Käfer. Da ist natürlich wichtig, dass da keine Lichtquellen vorhanden sind, dass sich Männchen und Weibchen dann auch finden und paaren können. Ja, die lieben Schnecken, wir haben es eh gerade vorher ein bisschen angesprochen, aber jetzt momentan im Spätsommer und Herbst ist die Paarungszeit und die Eierablage. Und das kann pro Schnecke schon zu großen Gelegen kommen. Also es können da bis zu 400 Eier pro Schnecke abgelegt werden. Die Eierablage erfolgt unter Steinen zum Beispiel, im Boden oder auch unter verrottendem Material. Und auch hier kann ich schon vorbeugend eigentlich eingreifen, indem ich im Herbst den Kompost umsetze und natürlich alle Schneckeneier, die ich finde, an die Oberfläche bringe, weil die dann abfrieren. Oder auch nochmal den Boden gut durchhacken oder dann im Frühjahr gut durchhacken, damit die Schneckeneier dann entweder durchfrieren oder von der Sonne bestrahlt werden. Das tötet sie natürlich dann auch ab. Hier möchte ich Ihnen vorstellen, Flocke, das ist das Huhn vorne, und Sternchen, das ist das Huhn hinten. Das sind zwei tierische Mitbewohnerinnen meines Kollegen Bernhard Heidler, die da fleißig auf Schneckeneiersuche gehen und auf Drahtwurmsuche in einem Beet, wo Kartoffeln angepflanzt waren. Und Hühner sind auch ganz wertvolle Schädlingsbekämpfer, auch im Obstgarten, weil sie da natürlich auch im Boden Raupen und Puppen herausholen, zum Beispiel die des Frostspanners. Den Frostspanner kennt man vielleicht, der im Frühjahr auftritt und an den jungen Trieben, an den Blättern und Blütenbüscheln, an Obstbäumen, aber auch an Laubbäumen knabbert. Und der Spanner oder die Spannerraupen haben so einen ganz eigenwilligen Fortbewegungsstil, und zwar diese machen immer da einen Katzenbuckel. Da sind sie eigentlich ganz eindeutig erkennbar. Und jetzt, wenn die ersten Frostnächte kommen, dann schlüpfen die Puppen aus dem Boden, und die Weibchen des Frostspanners haben keine Flügel und die klettern dann den Obstbaum, dem Stamm hinauf, und die Männchen, die Falter, die sind beflügelt und warten dort dann auf die Paarung, und es werden dann die Eier in den Rippenritzen abgelegt.
Auch hier empfiehlt es, wenn es wirklich sehr starker Befall ist, Leimringe anzubringen. Da ist ganz wichtig, dass die sehr fest am Stamm einfach montiert werden, damit diese Frostspannerweibchen da nicht unten durchkraxeln können. Die Leimringe kann man fix fertig jetzt schon im Handel kaufen oder man kann sich das auch selber herstellen. Wie gesagt, es muss wirklich sehr gut dann am Stamm montiert sein, dass du kein Weibchen drunter kraxeln kann, und bitte auch spätestens im Februar, März auch wieder abnehmen, weil natürlich auf diesem Leimring andere Tiere, Nützlinge auch kleben bleiben. Und auch immer bedenken, also wenn ich einen sehr starken Befall habe, dann kann ich das gerne machen. Ansonsten sind natürlich diese Frostspannerraupen auch eine wichtige Nahrungsquelle für zum Beispiel Kohlmeisen, die auf Futtersuche gehen. Sie brauchen für eine Aufzucht, man geht da in etwa von 9 Eiern aus, vom Schlupf bis zum Flügelwerden verfüttern diese Meisen circa 1,2 Kilogramm an Insekten, und da sind natürlich diese Frostspannerraupen eine willkommene Nahrungsquelle. Was kann ich jetzt noch machen, damit es meinen Bäumen gut geht? Und zwar einen Baumanstrich, diesen weißen Kalkanstrich. Der ist ein Schutz vor Frostrisse, und zwar, Sie müssen sich vorstellen, der Baum hat natürlich im Winter kein Laub und die Wintersonne scheint auf den dunklen Stamm auf der Südseite, und die Nordseite, also die nicht beschienene Seite, die bleibt eiskalt. Und hier kommt es einfach zu Spannungsrissen, und diese Risse sind natürlich Tür und Tor für Schädlinge, für Krankheiten. Und das kann ich durch so einen weißen Kalkanstrich sehr gut eindämmen, damit einfach das Sonnenlicht reflektiert wird. Und es ist auch zugleich ein Schutz vor Schädlinge, weil unter diesen losen Rindenstücken, die ich abbürste, bevor ich diesen Anstrich aufbringe, sind zum Beispiel verschiedene Überwinterungsstadien von Schädlingen, und mit dem Abbürsten nehme ich die natürlich gleich ab, beziehungsweise sie finden dann auch keinen Unterschlupf mehr. Also es hat wirklich zwei sehr gute Vorteile. Hier ein Rezept eines ganz einfachen Stammanstrichs. Also es ist ein Teil Lehm oder Bentonit. Bentonit kennt man vielleicht als Katzenstreu auch. Dann ein Teil Algenkalk. Frische Kuhflade, das Ganze wird dann mit Ackerschachtelhalmbrühe angerührt, bisschen sämiger Brei, und damit es besser fixiert, vielleicht ein bisschen ein Tapetenkleister hinzugeben, und wie gesagt, die Rinde gut abbürsten. Also bei älteren Bäumen kann ich da auch eine Drahtbürste nehmen, bei jungen Bäumen bitte nur eine Schuhbürste, das gut abbürsten und dann einfach auftragen. Ja, auch wichtig Pflanzenhygiene, weil ich mir hier einfach den Befallsdruck sehr gut verringern kann, indem ich befallenes Laub von den Bäumen dann unten wegkehre, und wie gesagt, ich kann es entweder kompostieren oder zum Beispiel unter die Hecke geben als Mulchschicht. Ganz wichtig auch diese Fruchtmumien von den Bäumen entfernen, also Fruchtmumien sieht man vielleicht oft bei Marille oder auch bei Quitte oder anderen Obstarten, und über diese Fruchtmumien wandert dieser Pilz, der heißt Monilia oder auch Blütenendfäule, wandert der in das Holz hinein. Wer dann auf Nummer sicher gehen möchte, kann sogar die Fruchtmumie bis zur ersten Verzweigung, also auch ein kleines Stückchen vom Ast wegschneiden. Das Ganze kann ich dann kompostieren. Es sollte nur nicht am Baum verbleiben. Ja, Nützlinge fördern. Auch Nützlinge kann ich natürlich auch im Winter fördern, indem ich ihnen, wie gesagt, verschiedenste Überwinterungsmöglichkeiten anbiete.
Angefangen von Laubhaufen, wo zum Beispiel der Igel überwintert oder andere Insekten, über Totholz, über Reisighaufen oder auch eine Gartenhütte, die dann von Florfliegen zum Beispiel auch sehr gerne angenommen wird. Und auch wichtig, vielleicht das Staudenbeet erst im Frühjahr zurückschneiden, weil auch hier in diesen trockenen Stängeln ganz viele Insekten einen Unterschlupf finden. Und ich finde, es schaut da immer sehr optisch ansprechend aus, wenn nicht alles eindimensional ist über den Winter, sondern dass ich da auch wirklich schöne Strukturen habe. Und ich finde es immer sehr schön, Sie sehen das vielleicht hier, das ist die hohe Fetthenne, wenn da ein bisschen Reif drauf liegt oder ein kleines Schneehauball, das schaut wirklich sehr nett aus. Hier eine andere Variante, wie ich vielleicht auch Nützlinge einen Unterschlupf über den Winter gewähren kann. Das ist ganz einfach ein Tontopf, der bis zur Hälfte in etwa in die Erde eingegraben wird. Das Ganze wird dann mit Laub ausgekleidet und davor noch einen kleinen Stein gelegt. Aber es soll halt ein kleiner Unterdurchschlupf noch frei sein. Und hier überwintern zum Beispiel Molche. Molche und Erdkröten sind auch ganz wichtige Gartenhelfer, die sieht man vielleicht oft gar nicht so. Aber Erdkröten zum Beispiel fressen auch wieder Schneckeneier und die Molche ernähren sich von Gelsenlarven. Also auch hier ein ganz einfacher Unterschlupf, der schnell gebaut ist. Das Ganze wird dann noch mit Laub zugedeckt und noch Äste drüber, dass das Laub dann auch nicht verweht wird. Und am besten in der Nähe vom Gartenteich, in einem geschützten Standort, dann kann auch hier ein Molch überwintern. Ja, auch die Nistkastenpflege ist ganz wichtig, damit ich auch wieder einen guten Bruterfolg habe. Hier einfach das alte Nest entfernen, eventuell auch noch mit heißem Wasser ausspülen und das Ganze dann im Freien hängen lassen, weil auch diese Nistkästen natürlich auch von diversen Tieren als Überwinterungsquartier verwendet wird. Für die Florfliegen kann man jetzt diese Florfliegenkästen montieren. Die haben eine Seitenlänge von etwa 30 cm und das Ganze wird dann noch mit Heu oder Stroh oder Holzwolle locker ausgekleidet. Die Florfliege, Sie sehen sie hier, ist dieses grüne Insekt. Die erwachsenen Tiere sind Blütenbesucher, also die brauchen diverse Wildblumen, damit sie sich ernähren können. Aber das ist die Larve darunter. Und die Larve wird auch Blattlauslöwe genannt. Also die ernähren sich von Blattläusen und zwar frisst du eine Larve pro Tag circa 50 Blattläuse. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und wenn ich diese Tiere einen guten Unterschlupf gebe, dann habe ich sie nächstes Jahr natürlich auch gleich wieder zum Beispiel bei meinen Rosen und säubern mir diese von den Blattläusen. Ja, auch der Herbst ist eine gute Zeit zum Pflanzen, speziell Obstbäume oder auch Gehölze oder Sträucher. Da einfach immer schauen, sind es zum Beispiel wurzelnackte Pflanzen, die kann ich sehr gut im Herbst oder im Frühjahr setzen oder auch Ballenpflanzen. Wichtig ist nur, empfindliche Sorten sollte man vielleicht eher dann ins Frühjahr geben, also im Frühjahr pflanzen, beziehungsweise auch bei immergrünen Sorten und Arten. Da bitte auch dran denken, immergrün ist auch immer durstig und darf das Gießen nicht vergessen. Warum ist es wichtig, einfach verschiedene Gehölze und speziell auch Obstbäume im Garten zu haben? Nicht nur, weil wir natürlich die Früchte in der Küche verwenden können, sondern je älter ein Baum ist, umso mehr Arten kann er auch fördern. Baumhöhlen zum Beispiel werden sehr gern von Vögeln als Brutstätte verwendet. Ich habe unter der Rinde zum Beispiel Insektenlarven, die dann wieder vom Specht gefressen werden können.
Und totes Holz ist eigentlich sehr lebendig. Und wenn es natürlich möglich ist, wenn es dir die Sicherheit einfach zulässt, dann ist es immer gut, auch einen abgestorbenen Baum auch im Garten zu lassen. Wenn einem das jetzt optisch nicht so gefällt, kann man zum Beispiel auch eine Kletterrose darauf ranken lassen. Schaut sehr schön aus und ich habe wirklich was Gutes für meine Tiere gemacht. Und es beginnt natürlich immer mit der Planung. Eine gute Planung ist ganz wichtig, wenn ich jetzt Pflanzen in meinen Garten setzen möchte. Und zwar einerseits nur am richtigen Standort fühlt sich auch die Pflanze wohl, sie wächst gut, ist pflegeleicht, hat auch weniger Probleme mit Krankheiten und Schädlingen. Und es ist auch immer wichtig, zu wissen, wie groß wird denn jetzt das Gehölz, mein Baum? Passt der vielleicht dann auch in meinen Garten oder sollte ich lieber auf eine kleinere Variante gehen? Und da möchte ich Ihnen kurz den Baumnavigator von Natur im Garten zeigen und da werde ich jetzt kurz meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. Sie finden den Baumnavigator unter www.willbaumhaben.at. Wenn Sie da auf der Seite sind und nach unten scrollen, finden Sie den Punkt Haus und Garten. Darunter haben Sie auch noch Pflanz- und Pflegehinweise, aber wenn Sie da auf Haus und Garten klicken, dann können Sie hier dann genau eingeben, wie hoch soll der Baum werden, soll die Wuchsform zum Beispiel kegelförmig oder kugelförmig bleiben oder will eher was Schlankes haben, das dann eher in den Vorgarten passt. Welche Schattenwirkung zum Beispiel hat mein Baum? Ist er klimatolerant? Wie hoch ist auch der ökologische Wert? Also da kann man dann wirklich diverse Parameter einfach aussuchen und kriegt dann eine Liste, was dann in meinem Garten gut passen könnte. Ich kann aber auch hier nach den Namen suchen. So, dann gehe ich wieder retour zur Präsentation. Und ich hoffe, Sie sehen diese wieder. Eine tolle Broschüre ist natürlich auch Bäume für den Hausgarten. Alle unsere Broschüren finden Sie auf unserer Webseite unter www.naturimgarten.at unter dem Gartenwissen oder Sträucher für Hecken zum Beispiel, die zum Beispiel auch für Vögel interessant sind oder auch für andere Insekten finden Sie am Infoblatt Hitparade der Wildsträucher. Und wenn Sie jetzt einen Obstbaum suchen, ist meine Empfehlung www.meineobstsorte.at. Da können Sie dann auch genau schauen, was ist denn Ihr Lieblingsobst und auch nach den Bodenverhältnissen suchen. Sie können aber auch vielleicht Ihren Nachbarn mal fragen, wenn Ihnen ein Apfel oder eine Birne besonders gut schmeckt, was denn das für eine Sorte ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Damen und Herren aus Niederösterreich da sind. Nur ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hinweis. Auch heuer findet wieder der niederösterreichische Heckentag statt und da kann man jetzt noch bis 14. Oktober die Pflanzen online bestellen und entweder abholen am 7. November oder mit der Post zuschicken lassen. Das sind tolle Wildgehölze und Obstgehölze aus regionaler Vermehrung. Wenn ich jetzt meine Pflanzen ausgesucht habe, dann ist natürlich wichtig, auch richtig zu pflanzen. Hier ein Beispiel für einen Baum. Gilt aber im Prinzip für alle Pflanzen. Wichtig ist, dass die das Pflanzloch doppelt so groß ist wie der Wurzelballen, dass ich dann unten auch gut den Boden auflockere und wichtig, die Pflanze soll nicht zu hoch, aber auch nicht zu tief gesetzt werden. Also da vielleicht über das Pflanzloch eine Latte setzen oder legen, damit ich genau sehe, dass die Höhe passt. Ob ich jetzt einen größeren Strauch oder einen Baum, empfiehlt es sich natürlich auch immer, einen
Pflock einzuschlagen, da wichtig auf die Hauptwindrichtung achten, dass der auch in der richtigen Richtung dann sitzt, also in der Hauptwindrichtung einschlagen, hier zum Beispiel mit Kokosfaser dann fixieren und immer auch bitte kontrollieren, dass es dann nicht abscheuert. Jetzt habe ich meinen Baum gesetzt, tue das gut andrücken, dann ist das Gießen natürlich wichtig. Gut einschlemmen und bei größeren Sträuchern oder auch bei Bäumen kann man so einen Gießrand machen, damit auch das Wasser da immer gut zu den Wurzeln kommt. Ja, Wühlmausgitter, wenn ich Probleme habe mit Wühlmäusen, ist vielleicht besser im Frühjahr zu setzen, meine Obstbäume, damit die Wühlmäuse dann im Winter nicht an den Wurzeln nagen können. Wenn ich jetzt den Wühlmausgitter dazugeben möchte, dann sollte das maximal 13 mm groß sein, die Maschenweite. Und ganz wichtig, auch hier bis zum Wurzelnhals hochziehen, damit die Wühlmäuse da nicht reinkraxeln können. Bitte nicht am Stamm fixieren, weil es da natürlich auch wieder zu Abscheuerungen kommen kann. Ich kann natürlich auch so ein Wühlmausgitter in Gemüsegarten installieren, ist aber sehr aufwendig, muss ich dazu sagen. Also dieses Wühlmausgitter sollte dann 80 cm im Boden sein und 50 cm drüber und am besten natürlich auch ohne Öffnung. Das heißt, ich müsste jetzt meine Scheibtruhe, wenn ich irgendwas habe, immer oben drüber heben. Also kann man machen, ist aber doch auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Ja, bei Bäumen ist es natürlich auch gut, eine Baumscheibe zu machen. Das hat den Vorteil, dass ich mir da einfach wesentlich leichter tue beim Mähen. Ich muss nicht bis zum Stamm mähen und ja, auch hier wird die Rinde gern, wenn ich mit dem Schnürlmäher mähe, ich kann gar nicht so gut aufpassen und ich verletze da meine Rinde und ich habe da wieder eine Wunde, die der Baum erst verschließen muss, beziehungsweise können da auch wieder Krankheiten und Schädlinge gut in den Baum eindringen. Wenn ich jetzt Obstbäume habe, kann ich nach dem dritten Jahr nach der Pflanzung andere Pflanzen dazusetzen, zum Beispiel Krähen oder Kapuzinergresse empfiehlt sich da, weil das auch wieder meine Pflanzengesundheit fördert. Ja, auch einen Wildverbissschutz könnte ich anbringen. Habe ich Probleme mit Rehe, dann sollte dieser schon 2 Meter Höhe haben, beziehungsweise bei Kaninchen etwa 30 Zentimeter. Und es ist gut, eine Drahthose zu verwenden, weil die dann auch stabiler ist. Was kann ich jetzt noch machen in meinem Naturgarten? Und zwar, wenn Stauden schon zu groß wurden im Beet oder wenn sie blühfaul sind, dann kann ich diese teilen. Zum Beispiel Hemerocallis, also die Taglilie, könnte ich jetzt gut teilen oder auch Gräser oder Astern, Frauenmantel und da einfach mit der Grabgabel den Wurzelstock herausnehmen und dann mit einer Schaufel dort trennen, beziehungsweise man kann es auch mit der Schere oder einem guten Messer dann den Wurzelstock auseinanderschneiden und dann wieder einpflanzen. Auch jetzt ist natürlich die beste Zeit, um Frühlingszwiebel zu setzen. Weil es einerseits natürlich nett ausschaut. Ich habe dann auch ganz zeitig im Frühjahr schon die ersten Blüten, die dann auch wieder Nahrung für unsere Wildbienen und für die Insekten bieten. Da ist gut, wenn ich einen gut lockeren, durchlässigen Boden habe und von der Pflanztiefe her etwa doppelt so dick wie der Zwiebelbauch setzen. Tulpen zum Beispiel kann ich dann auch nach mehreren Jahren auch wieder herausnehmen, teilen, also da bilden sich so kleine Brutzwiebel, dass ich die dann auch verpflanze und dadurch auch wieder das Wachstum anrege. Wenn ich jetzt pflanze, muss ich auch bedenken, Dahlien zum Beispiel oder Fräsien oder Gladiolen, die
mischen jetzt aus den Beeten schön langsam raus und dann auch wieder frostfrei überwintern. Dann sind wir eh schon bei den Kübelpflanzen. Nicht alle unsere Lieblinge sind auch winterhart. Und da gilt's bei den Kübelpflanzen ein bisschen was zu beachten. Und zwar, bevor ich ins Winterquartier umziehe, sollte ich ab Ende August nicht mehr düngen. Dann ganz wichtig auch abtrocknen lassen, damit meine Wurzeln nicht fallen und hier gleich auf Krankheiten und Schädlinge kontrollieren. Je früher ich einen Befall sehe, umso eher kann ich was tun dagegen, umso leichter tue ich mir dann auch. Und wenn ich einfach diese Schädlinge schon im Quartier habe, im Winterquartier, im Haus, dann können sie natürlich auch rasch andere Pflanzen. Als Devise gilt, so spät wie möglich rein und so früh wie möglich wieder raus, weil man meist nicht die optimalsten Bedingungen im Winterquartier hat und dadurch der Schädlingsdruck natürlich auch wieder steigt. Ich habe jetzt hier ein paar Beispiele rausgesucht, wann denn was ins Winterquartier umsiedeln sollte, und zwar vor den ersten Frösten: Engelstrompeten, Drillingsblumen, Bananen, Korallenstrauch, ein bisschen ja, nicht so empfindlich sind dann Schönmalve, Zitrusarten zum Beispiel oder Oleander, die kann ich draußen stehen lassen bis etwa minus 5 Grad, und dann noch darunter Lorbeer, Granatapfel, Olive oder die Hanfpalme, die sind da weniger empfindlich. Wie sollte denn das Winterquartier denn ausschauen? Und zwar am besten natürlich, wenn ich einen ungeheizten Wintergarten habe. Mit Schattierungsmöglichkeiten, dass da sich auch, wenn die Wintersonne hineinscheint, nicht zu warm wird. Oder ich habe ein ungeheiztes Gewächshaus. Es sollte auf jeden Fall möglichst hell sein, so zwischen 5 und 10 Grad, gut lüftbar, und je wärmer des Überwinterungsquartiers, umso heller müssen dann die Pflanzen auch stehen. Ja, leider hat nicht jeder den perfekten Raum, wo ich meine Kübelpflanzen überwintern kann. Daher hier ein paar Notlösungen, und zwar ein helles Stiegenhaus kann da auch gut verwendet werden, oder auch helle Garagen, vielleicht sogar mit einer Notheizung, falls die Temperatur dann doch zu kühl wird, dass man da heizen könnte, oder auch ein dunkler, kühler Keller kann dann zum Überwintern von Kübelpflanzen auch verwendet werden. Was gilt es zu beachten im Überwinterungsquartier? Bedarfsgerecht gießen. Also das ist ganz wichtig, ist immer abhängig natürlich von der Pflanzenart. Es gibt auch wieder sehr trockenheitsverträgliche Pflanzen wie die Aloe, die nur ganz wenig Wasser braucht. Aber es ist auch abhängig von der Temperatur und auch von der Topfgröße. Also da gilt es einfach, diesen grünen Daumen zu beachten, einfach den Daumen mal reinstecken oder einfach die Erde fühlen, fühlt sie sich trocken an, dann gießen, weil Staunässe vertragen die meisten Pflanzen nicht, und viele Pflanzen überwintern deshalb nicht, weil es zu viel gegossen werden. Ja, auch Pflanzenhygiene ist ganz wichtig, dass ich Unkraut, was vielleicht noch in den Töpfen ist, entferne, oder ich habe zum Beispiel faulende Zweige, die dann bitte regelmäßig auch ausputzen, und auch hier im Winterquartier regelmäßig auf Schädlinge kontrollieren. Was sind denn die ersten Anzeichen, dass vielleicht Schädlinge da sind? Und zwar Verfärbungen. Verfärbungen können ein Anzeichen sein, dass da jetzt ein Schädling da ist. Es können auch Pilze sein oder Viren. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Pflanze zu viel oder zu wenig gegossen wurde. Also da einfach mal genauer hinschauen. Auch Verformungen zeigen an, dass irgendwas nicht stimmt.
Also da auch nochmal die Pflanze immer gut kontrollieren. Ganz typisches Anzeichen für Pflanzensauger ist ein klebriger Film oder auch so klebrige Punkte. Also das können Blattläuse sein, das können aber auch andere Pflanzensauger sein, die durch diese Zuckerausscheidungen Honigtau produzieren, die man dann zum Beispiel auf den Blättern oder neben der Pflanze dann findet. Ja, auch feinste Spinnweben und Spinnfäden können ein Anzeichen sein, dass zum Beispiel Spinnmilben da sind, muss aber nicht sein. Auch Spinnen im Haus bauen natürlich ein Netz, also auch hier gilt es einfach mal genau hinzuschauen. Wenn ich jetzt meine Pflanzen gieße oder anstoße und es fliegen so kleine Mückchen hoch, das sind meistens Trauermücken, also auch hier wieder beachten, dass es da einfach ein Schädlingsbefall gibt oder auch schwarze, rußartige Ablagerungen, das sind Pilze, Rußtaupilze, die eigentlich nicht schön ausschauen, aber ist ein Zeichen dafür, dass Pflanzensauger auf meiner Pflanze sind. Diese Rußpilze besiedeln nämlich dann Honigtau, der wieder zum Beispiel von Blattläusen entsteht. Ja, natürlich kann ich mit Nützlingen arbeiten. Hier gilt es halt einfach immer zu beachten, im Winterquartier habe ich oft nicht die Bedingungen, dass der Nützling gut arbeiten kann. Daher gilt es, wie ich vorher schon erwähnt habe, vorher, bevor ich ins Winterquartier umziehe, da meine Pflanzen zu kontrollieren. Da habe ich noch Zeit, mit Nützlingen zu arbeiten. Und generell gilt am besten bei Anfangsbefall von Schädlingen, da kann er am besten seine Funktion erfüllen. Ja, winterharte Kübelpflanzen kann ich natürlich auch draußen überwintern. Am besten, wenn möglich, den Topf in der Erde versenken. Habe ich jetzt zum Beispiel einen Balkon und Terrasse oder nicht die Möglichkeit, das zu tun, kann ich sie auch gut einpacken, wie Sie hier da auch am Foto sehen. Oder auch hier noch einmal. Wichtig ist, dass die Gefäße nicht direkt auf dem Boden stehen, sondern dass da einfach ein Holzstück oder auch ein Styropor darunter gelegt wird. Die Pflanzen sollten dann auch am besten unter einem Vordach stehen, damit die Wurzeln nicht verfaulen und auch in der Gruppe platzieren und ich kann sie dann auch gut einpacken, damit sie sich auch gegenseitig warm halten können. Welche Materialien kann ich da verwenden? Ich habe zum einen natürlich Strohmatte, ich kann mit Jute arbeiten oder ich baue mir einfach ein Drahtgitter und befülle das zum Beispiel mit Laub, das ich im Garten habe, oder auch mit Stroh. Also das alles ist möglich und so kann ich auch meine Pflanzen dann auch gut über den Winter bringen. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, immergrün heißt auch immer durstig. Die meisten immergrünen haben kein Problem, dass ihnen zu kalt ist, sondern die haben eher ein Problem, dass sie vertrocknen über den Winter. Also da, wenn sie im Kübel sind, dann einfach in einen schattigen Bereich stellen im Garten, ein Mulchschüssel drüber geben oder auch im Winter gießen. Wir haben sehr milde Winter und von dem her ist ganz wichtig, dass auch die Pflanzen da im Winter genug Wasser haben. Ja, zum letzten Punkt und zwar zur Winterfütterung von Vögeln. Das Beste, was ich natürlich den Vögeln tun kann, ist eine naturnahe Gartengestaltung, wo auch ökologisch gepflegt wird, wo ich eine Vielfalt finde an bunten Sträuchern, die den Vögeln einerseits Nahrung bietet, aber natürlich auch Nistmöglichkeiten im Sommer. Aber eine bunte Gartengestaltung, eine naturnahe Gartengestaltung dient nicht nur den Vögeln, natürlich auch Insekten und anderen Nützlingen. Die Winterfütterung ist jetzt bei den Fachleuten sehr unterschiedlich, die Meinung dazu. Wichtig ist nur, wenn man es macht, dann bitte richtig machen.
Beginnen kann man bei den ersten Frosttagen, Frostnächten und man sollte dann bis etwa Ende Februar die Vögel durchgehend füttern, weil sie sich natürlich an die Futterstellen sehr schnell gewöhnen und dann im Frühjahr einfach langsam auslaufen lassen, weil dann sind dann eh wieder unsere Insekten und andere Tiere da, damit unsere Vögel da auch wieder Nahrung finden. Ja, so bitte nicht. Also wenn Sie Futterstellen im Garten für die Vögel einrichten möchten, dann ist ganz wichtig, katzensicher. Das heißt, Sie sollten in einer Höhe von mindestens 2 Meter sein, am besten auf einem Pfahl mit einer glatten Oberfläche oder auch mit einer Metallmanschette, damit die Katzen da auch nicht hinaufklettern können. Sehr gut ist auch, wenn in der Nähe Büsche sind, Sträucher sind, damit die Vögel dann auch in Sicherheit fressen können. Ganz wichtig natürlich auch hygienische Futterstellen, also keine offenen Futterstellen machen, weil natürlich das Futter dann durch Kot verschmutzt wird und dadurch Keime, Krankheitserreger übertragen werden können. Also es empfiehlt sich so Silo und Futterspender, wo ich zum Beispiel Meisenknödel hineingeben kann, auch die Variante oder auch diese Fettblöcke, die es zu kaufen gibt. Am besten auch ohne Netz vielleicht die Meisenknödel kaufen, weil sich in dem Netz auch gerne die Vögel mal mit ihren Füßen verhaken können und es ist zusätzlich auch wieder Plastikmüll, den ich damit produziere. Auch hier gilt wieder eine Vielfalt an Futterquellen und Futterstellen einzurichten. Also es gibt die Körnerfresser, wo ich Sonnenblumenkerne zum Beispiel oder auch Hanfsamen verfüttern kann. Und dann habe ich auch noch Weichfresser mit die Drosseln oder auch Amseln, die dann gerne Beeren oder Rosinen haben möchten. Also auch da, je vielfältiger mein Futter ist, das ich anbiete, umso vielfältiger werden dann auch die Vögel sein, die ich in meinem Garten beobachten kann. Hier nochmal ein Bild von einem Futtersilo mit einer Ansitzstange. Ganz wichtig, Körnerfutter darf natürlich auch nicht feucht werden, weil es dann verdirbt und dadurch auch wieder negativ ist für meine Vögel. Ja, dann sind wir auch heute schon wieder am Ende. Ich denke, es war wirklich sehr viel Information, dass ich Ihnen heute mitgebracht habe. Daher noch ein paar Hinweise. Sie finden natürlich unsere Broschüren auf unserer Webseite. Ich werde den Link auch gleich in den Chat hineinkopieren. Dann können Sie mal schauen. Die sind natürlich kostenlos für Sie zum Herunterladen. Beziehungsweise habe ich auch ein paar Bücher mit, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, jetzt in die Kamera. Und zwar sehr viele dieser Informationen, die ich Ihnen heute gegeben habe, ist in diesem Buch drinnen. Mein Weg zum Naturgarten. Wirklich sehr viele Tipps und sehr toll beschrieben. Eins meiner Lieblingsbücher ist dieses hier, Ökologischer Pflanzenschutz im Naturgarten. Hier werden auch die wichtigsten oder die häufigsten Krankheiten und Schädlinge behandelt und auch gleich dazu natürlich, was kann ich denn dagegen tun. Und ganz neu haben wir dieses Buch, Garten, Klimaanlage Naturgarten, von meiner lieben Kollegin Margit Benisch-Oeller geschrieben, ist ganz neu zum Thema Gärtnern im Klimawandel erschienen. Sie finden diese Bücher bei uns im Natur im Garten Shop und ich ja, würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Wenn es Fragen gibt, wir sind natürlich immer am Natur im Garten Telefon für Sie erreichbar unter der Nummer 027 42 74 3x3. So, Sie kriegen jetzt auch gleich den Link zu unseren Infoblättern im Chat und
darf gerne nochmal in den Chat hineinschauen, ob jetzt noch Fragen offen sind. Ich denke, die Fragen vom Alexander sind, glaube ich, im Vortrag soweit vorgekommen. Ist Ihnen, Frau Steurer, noch was aufgefallen? Habe ich was vergessen? Ich glaube, nein, es ist, also, was ich jetzt mit gelesen habe, sind, dürften alle Fragen beantwortet sein. Super. In der Zwischenzeit noch was aufgetaucht ist. Ich schreibe vielleicht noch einmal die Telefonnummer vom Natur im Garten Telefon hinein. Also wenn es Fragen nachträglich natürlich kommen, dann entweder an die Frau Steurer und sie leitet dann mich die Fragen weiter, beziehungsweise sie rufen gleich direkt beim Gartentelefon an. Die Nummer haben Sie dann auch gleich im Chat. So. Ah, Entschuldigung, das habe ich schon mitbekommen. Gilt es auch, beantwortet. Ja, gilt es auch, je heller, desto wärmer beim Winterquartier? Ja, das ist richtig. Auch hier mit der Pflege dann auch gut achten. Je wärmer natürlich die Pflanze steht, umso mehr Wasser braucht sie dann auch. Aber da wieder einfach diese Fingerprobe machen, ist jetzt die Erde oben trocken oder nicht. Aber ja, es stimmt, je heller, desto wärmer muss dann die Pflanze auch stehen. Mhm. Genau. Ja. Gerne noch Fragen. Während die zu sehr vielleicht noch überlegen, ob sie noch eine Frage haben. Das war jetzt sehr viel Information, wahrscheinlich auf einmal. Ja, vielen Dank für die tolle Information. Auf jeden Fall schon mal, also sehr interessant und sehr umfangreich und aus den unterschiedlichsten Bereichen wirklich. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Unser nächstes Webinar ist übrigens am 6. Oktober dann schon wieder mit der Erika Rokita und da machen wir dann einen Herbstputz, sowohl im Haus als auch im Garten. Es ist jetzt hier nochmal eine Frage aufgetaucht und zwar zum Thema Tigerschnägel. Tigerschnägel ist wirklich ein toller Nützling, weil er die Nacktschnecken, kleine Nacktschnecken frisst. Also wenn Sie Tigerschnägel im Garten finden, dann bitte, bitte, bitte nicht töten oder wegbringen. Die sind ganz wertvolle Nützlinge im Naturgarten. Leider ist es so, wenn ich auch Schneckenkorn anwende, Schneckenkorn ist sehr spezifisch und es tötet halt nur Schnecken ab, aber leider nicht nur die Nacktschnecken, sondern auch Tigerschnägel. Also da, wenn Sie Schneckenkorn verwenden möchten, dann bitte sehr zeitig im Frühjahr schon anwenden, so circa wenn die Forsythie blüht. Weil da sind noch nützliche Schnecken sehr wenig unterwegs und je kleiner natürlich so eine Nacktschnecke ist, umso weniger Schneckenkorn muss sie dann auch aufnehmen, damit sie abgetötet wird. Also Tigerschnägel, ja, toller Nützling. Und auch Igel sterben, wenn sie Schnecken fressen. Das kann natürlich sein. Das kommt immer darauf an, welcher Schneckenkorn, welcher Wirkstoff da drin ist. Also bei Eisen-3-Phosphat ist mir diese Wirkung nicht bekannt, aber natürlich, wenn ich da andere Produkte verwende, die vielleicht chemisch synthetisch hergestellt wurden, dann kann es natürlich sein, dass da auch Hunde zum Beispiel daran vergiftet werden. Also da bitte Vorsicht. Generell gilt natürlich, wenn ich ein Pflanzenschutzmittel verwende, wenn ich auch ein biologisches Pflanzenschutzmittel verwende, nur als Mittel allerletzter Wahl, beziehungsweise nur nach Angaben und ja, sehr vorsichtig einfach verwenden. So, dann schaue ich weiter. Vielleicht kommt noch die eine oder andere Frage. Ansonsten darf ich nur kurz auch Werbung in eigener Sache machen, und zwar unsere Webinare. Wir haben unseren täglichen Gartentipp immer von Montag bis Mittwoch und dann auch noch zusätzliche einstündige Webinare. Da schicke ich Ihnen auch noch den Link dazu. Vielleicht ist das eine oder andere interessant für Sie. Und würde mich freuen, wenn wir uns auch hier im Webinarraum einmal sehen. So, schreibt das nur kurz in den Chat hinein.
dann haben Sie gleich direkt den Link zum Programm. Einfach immer draufschauen. Es gibt auch für den Oktober dann wieder neue Themen drauf. Genau. Ja, ich denke, soweit ist jetzt alles geklärt, hoffe ich. Wie gesagt, wenn es noch weitere Fragen gibt, entweder per E-Mail an die Frau Streurer und sie leitet es mir weiter oder direkt am Gartentelefon anrufen. Sie sind immer Montag bis Freitags da oder auch im Live-Chat einfach hineinstellen. Genau, also gerne Mails an und auch an uns schreiben und es gibt auch üblicherweise im Nachhinein eine Befragung, also Sie können auch gerne auf der Online-Plattform Fragen stellen, die leite ich dann auf jeden Fall auch an die Frau Koller-Steininger weiter, wenn es wäre. Es gibt noch eine Frage zu den Folien. Die Folien können Sie in der Nachlese dann nochmal anschauen. Genau. Auf der Aufzeichnung. Genau, ja. Also jetzt habe ich es verstanden. Genau, die Aufzeichnung, die wird ja dann über YouTube reingespielt auf unsere Webseite und dort, wo Sie sich angemeldet haben, dort können Sie das Webinar auch nachsehen. Üblicherweise die Vorlesungs-, also die Unterlagen jetzt per se als PDF. Schicken wir leider nicht aus. Okay, ja. Danke, damit, glaube ich, ist die Frage jetzt auch. Aber ich denke, mit der Nachlese kann man sich es eh nochmal gut anschauen. Dann sind auch wichtige Tipps nochmal drauf und ich glaube, das kann man ja bei den YouTube-Videos auch anhalten, wenn ich jetzt irgendwas abschreiben möchte oder so. Genau, kann man jederzeit stoppen, auch bei, während dem Video, dann ist man in der Folie drin. Also schaut dann die Präsentation genauso aus wie jetzt hier. Richtig, genau. Super. Ja gut, dann wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, also wie gesagt, wenn Sie noch auftauchen sollen, gerne kontaktieren, sowohl nur im Gartentelefon als auch mich und ich leite das dann weiter. Und in dem Sinne, dann darf ich mich jetzt nochmal recht herzlich bedanken für die vielen tollen Informationen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ich wünsche allen Zusehern einen schönen Abend. Ja, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit auch. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da heute da sein durfte. Und möchte mich auch sehr herzlich verabschieden. Einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal. Super. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.